Guten Morgen, ihr wunderbaren Seelen. Hier kommt eine kurze Nachricht von mir. Ich habe ein paar Fragen gehabt zu dem Thema, warum fühlen wir uns gerade echt so schräg? Was ist los? Warum habe ich Durchfall? Warum bin ich schon wieder erkältet? Warum kommen alle Sachen, von denen ich dachte, die habe ich hinter mir, gerade auf körperlicher Ebene? Und ich habe eine Frage gerade in meiner medialen Session mal in die... bin direkt dort in die Tiefe reingegangen und habe auch die geistige Welt gefragt, was dort los ist. Und habe dieses Bild auch gerade in meiner Ausbildungsgruppe geteilt, aber ich möchte das hier auch mit euch teilen. Wir sind gerade in einem Feld von Wellen. Wir sind gerade, wir kriegen gerade energetische Schwingungen ab, aber die haben wir in den letzten Zeiten ziemlich aus dem Kosmos, aus dem Universum bekommen. Wir haben unheimlich viele energetische Downloads bekommen, die unsere Körper natürlich auch verarbeiten dürfen. Jetzt hat sich die Energie aber gerade ein bisschen gedreht. Die Energie kommt gerade aus der Erde. Vielleicht habt ihr das gehört, dass es Diskussionen gab über den Polsprung, ob der Erdkern stillsteht. Es gab diverse Diskussionen im Außen. Ich verfolge das immer so ein bisschen, aber... es ist immer eine Menge dran und trotzdem sind immer viele Sachen, die da einfach nicht stimmen. Und ich gehe da immer einfach, was ist meine Wahrheit, was nehme ich wahr in dem Moment. Und im Moment ruckelt die Erde. Also das ist wie, es kommen aus der Erde Frequenzen und das sind zum Teil gemachte Frequenzen. Von wem ist egal. Aber es sind künstlich erzeugte Frequenzen und diese künstlich erzeugten Frequenzen gehen in die Atmosphäre und sie kommen von der Atmosphäre wieder zurück. Das war das Bild und es ist so ein Teil, als wenn Themen in uns auf diese künstlich erzeugten Frequenzen reagieren und es ist, als wenn ein Thema auf eine Wand prallt und von dieser Wand wieder abprallt. Und wenn etwas von einer Wand abprallt, ist manchmal eine Energie da drin von... was ein Scheiß, ja? Warum steht da schon wieder diese bekloppte Wand? Also da ist so eine Wutenergie drin, da ist so eine Energie, eine Widerstandsenergie. Da ist nicht unbedingt eine liebevolle Energie wie, ach, dann gucke ich mir über das Thema an, warum die Wand da schon wieder steht. Nein, das ist eher so eine what the fuck Wand, okay? Und du kannst einfach nur mal gucken, ob du damit in Resonanz kriegst. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade diese Worte verwende. Sind jetzt nicht unbedingt meine, aber fühl dich da noch rein. So, was passiert jetzt? Die Energie knallt zurück, sie geht wieder in den Raum und die Energie kann nicht verloren gehen. Energie ändert ihre Form, die Energie wandelt. Die Energie trifft in neue Räume ein. Und das ist gerade so eine Energie, die dort unsere Körper mitnimmt und das erzeugt in uns Erkältungen, das erzeugt in uns immer wieder Themen, die auf körperlicher Ebene sich jetzt zeigen, weil sie trifft auf unseren Körper und unser Körper ist ein Widerstand. Und künstlich erzeugte Energien können an den Absender zurückgegeben werden. Das ist das eine. Also du sagst wirklich ganz bewusst, alle Energien, die nicht zu mir gehören, gehen jetzt mal einfach an den Absender zurück. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass die Erde gebebt hat. Es gab Erdbeben. Und auch da habe ich bekommen, dass diese Energien sich gerade aufbauen. Da werden noch ein paar kommen. Also, und es ist egal, wo es herkommt, ja, sondern es ist einfach eine Energie, die freigesetzt wird und die sich ihren Kanal sucht, wo sie die Form wechseln kann. Und wenn du dafür nicht zur Verfügung stehst, sondern einfach sagst, okay, da ist wieder ein Widerstand in mir, auf den diese Energie trifft. Ich kriege jetzt einen Durchfall, ich bin müde, ich muss mich jetzt hinlegen, ich bin total erschöpft. Dann mach das. Geh nicht in den Widerstand, sondern mach genau das. Und wenn du es nicht kannst, guck, wie kannst du es hinbekommen, wie kannst du es dir möglich machen? Oder ist es ein Konstrukt, was du dir geschaffen hast, damit du es nicht kannst? Ich bin da Meister drin, ja. Also ich weiß, wovon ich spreche. Und viele haben wunderschön blauen Himmel und viele haben einfach auch wirklich diese ganze Habkiste, auch in der Luft. Das sind diese Wellen, wenn die Wolken aussehen wie so eine Waffelwelle. So, du siehst, dass die künstlich sind. Da ist eine Frequenz, die wir im Himmel sehen. Und die ist auch unter der Erde. Und die wehrt sich gerade. Die Erde bebt, ja.
Und genau das ist der Zustand im Großen wie im Kleinen, wie im Kleinen wie im Großen, wie im Innen so im Außen. Und wir sind immer eine Materie, die all diese Energien abbekommt. Und daher gucke, wo gehst du in den Widerstand? Wo kommst du auf dieses gemachte Konstrukt, auf das du keinen Bock mehr hast, was du nicht mehr haben möchtest? Und guck, wie dein Körper ganz liebevoll reagiert. Es soll dir was zeigen. Dieser Widerstand wird sichtbar, diese Wanze wird sichtbar. Oh, ich merke gerade, ich kann gar nicht sprechen bei dem Thema. Okay, also, das war's eigentlich schon. Gib dir Ruhe. Nimm wahr, wo du in deinen Konstrukten feststeckst. Wo ist die Wand, wo diese gemachte Frequenz draufknallt? Wer hat die Frequenz gemacht? Wenn es dir hilft, das rauszukriegen, um es zu beenden, ist es gut. Ansonsten ist es nicht relevant, es ist nicht wichtig. Sondern es ist nur wichtig, was du brauchst, um für dich in eine schöne, heilsame Frequenz zu kommen. Also tut etwas, was euch gut tut. Was euch gut tut. Genießt euch. Und geht in diese alles transformierende Energie. Und das ist eine Liebesenergie. Die transformiert alles. Du kannst dich immer fragen, wenn diese Frequenz auf die Wand trifft, was würde die Liebe jetzt dazu sagen? In diesem Sinne, habt eine wunderschöne Woche. Alles Liebe von Mandy.